Besser im Norden ist unsere Bodenständigkeit. Füchse. Faszinierende Tiere direkt vor unserer Haustür. Kaum jemand kennt ihr Familienleben, denn die scheuen Tiere leben im Verborgenen und kommen oft nur im Dunkeln aus ihrem Versteck. Klirrende Kälte und meterhohe Schneeverwehungen. Es ist Anfang Januar, tiefster Winter. Seit Tagen sind wir den Füchsen auf der Spur. Endlich finden wir die ersten Hinweise, Duftmarken eines Fuchses. Dann entdecken wir einen Rüden, der den Bau einer Fähre kontrolliert. Doch die lässt sich nicht blicken. Und so träumt er sich wieder davon. Der Freier wird nun während der Ranz immer in der Nähe seiner Auserwählten bleiben. Zum Dösen hat er sich eingerollt und die Nase ins Fell seines Schwanzes gesteckt. So kühlt er nicht so schnell aus. Sehr tief schläft ein Fuchs nicht. Auf jedes ungewohnte Geräusch reagiert er sofort. Da ist doch was. Die Fähe ist aus ihrem Bau gekrochen. Damit auch wirklich nur er zum Zuge kommt, bewacht der Rüde seine Füchsin. Kein Rivale soll ihm in die Quere kommen. Mit Urin verteilt der Platzherr seine Visitenkarte, parfümiert zusätzlich Büsche und Bäume. Sogar seinen Kot versieht er manchmal mit einem stechend riechenden Drüsensekret. All das soll Rivalen warnen und Weibchen anlocken. Mit einem Katzenbuckel stolziert er auf die Fähe zu. Sieh her, ich bin der Größte. Ein fremdes Männchen ist aufgetaucht. Jetzt wird's brenzlig. Die Provokation kann der Platzherr auf keinen Fall dulden. Es kommt zu einem Schaukampf. Die beiden drohen nur, verletzen einander aber nicht. Der Platzherr hat gesiegt. Das zeigt er allen durch sein Imponiergehabe sehr deutlich. Kaum hat der Fremde das Weite gesucht, ist unser Fuchs schon mit anderen Dingen beschäftigt. Ihm knurrt der Magen. Eine Maus wäre genau das Richtige. Auch wenn der kleine Nager schon im Loch verschwunden ist, rasches Nachgraben lohnt sich oft. Denn meist bleibt das verschreckte Tier im Gang an der Oberfläche sitzen. Diesmal klappt es nicht. Der Fuchs versieht den Mäusebau mit einer Duftmarke. So weiß er beim nächsten Mal, hier lohnt es sich nicht.
2 Wochen sind vergangen. Bis jetzt hat unser Freier es geschafft, alle anderen Männchen auf Distanz zu halten. Immer wieder kontrolliert er den Bau der Fee. Ihr Duft zieht ihn magisch an. Die Ranzzeit dauert in Deutschland von Dezember bis Februar. Während die Rüden rund 3 Monate befruchtungsfähig sind, signalisieren die Feen etwa 2 Wochen lang, dass sie in Hitze kommen. Empfängnisfähig sind sie nur 3 Tage. Daher müssen Männchen und Weibchen eine wirkungsvolle Art der Verständigung haben, um auch im richtigen Moment zueinander zu finden. Seine Körpersprache zeigt, dass er in Paarungsstimmung ist. Und wie immer lässt er zusätzlich Düfte sprechen. Da ist die Füchsin. Sie wehrt ihn zwar noch ab, bleibt aber in seiner Nähe. Nun wird auch sie aktiver, setzt immer öfter Düfte ein. Ich bin in Paarungsstimmung, heißt es, wenn sie die Umgebung ihres Baus mit Sexuallockstoffen einparfümiert. Die Rüden werden, wenn der Wind günstig steht, aus mehreren Kilometern Entfernung angelockt. Nun hofft unser Fuchs, dass sie ihn endlich in ihren Bau lässt. Die nach vorn gerichteten Ohren zeigen auch, dass sie an ihm interessiert ist. Berühren lässt sie sich aber immer noch nicht. Ein Kavalier braucht eben Geduld. So muss er wieder draußen schlafen. Die Fee riskiert nur einen kurzen Blick. Während der Ranz kehrt sie immer wieder zu diesem Bau zurück. Ob sie hier später auch ihre Jungen großziehen oder noch einmal umziehen wird, ist noch nicht gewiss. Der Rüde startet einen neuen Versuch. Am Ball bleiben heißt die Devise. Dieses Mal dringt er recht stürmisch in ihren Bau ein. Wer Füchse nachts beobachten will, muss schon in der Abenddämmerung seinen Posten beziehen, um die Tiere nicht zu beunruhigen. Es ist 16 Uhr und schon minus 20 Grad Celsius. Die Nacht verspricht bitterkalt zu werden. Die Beobachtungshütte in der Nähe des Baus ist schon einige Jahre alt. Die Füchse haben sich an sie gewöhnt. Nun heißt es vor allem, leise zu sein. Wichtigster Teil der Kamera ist der Restlichtverstärker. Er verstärkt vorhandenes Licht rund 50.000 Mal. Trotzdem reicht nicht einmal der Vollmond als Lichtquelle aus. Die Lösung? Zusätzliches Infrarotlicht. Die nächsten 15 Stunden können wir unser Versteck nicht mehr verlassen. Doch wir sind bestens präpariert. Links die Toilette, rechts leistungsstarke Batterien. Ein Teppichboden dämpft die Geräusche. Ein letzter Test, dass alle Scheinwerfer auch funktionieren. Wir nehmen an, dass die Füchse genau wie wir Menschen Infrarotlicht nicht sehen und hoffen deshalb, dass wir die Lampen zu jeder Zeit an- oder ausschalten können, ohne die Tiere zu beunruhigen. Einziger Nachteil dieser Aufnahmetechnik, es entsteht kein vielfarbiges Bild, sondern nur ein bläuliches.
Zwei Stunden sind vergangen, da taucht endlich die Füchsin auf, die im Bau geschlafen hat. Unsere Fee hat Besuch bekommen. Gleich drei Männchen machen ihr den Hof. Ein ganz schöner Andrang. Die Stimmung ist gereizt. Es kommt zu ersten Rangeleien unter den Männchen. Ein Rüde hat sich durchgesetzt und wartet am Ausgang des Baus auf ein Rendezvous. Doch sie zögert. Das bedeutet für ihn, er muss sich in Geduld fassen. Ruhe hat unser Kavalier nicht. Gerade als die Fee aus dem Bau kommt, ist er wieder gezwungen, ein fremdes Männchen in die Schranken zu verweisen. Und nun kommen sie von allen Seiten, die Rivalen. Unser Rüde hat seine Stellung halten können und wartet wieder auf die Füchsin. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Einer der Rivalen droht und versucht, den Sieger einzuschüchtern. Angriff eines zweiten Rüden. Immer wieder versuchen die anderen, unserem Fuchs den Platz am Bau streitig zu machen. Komm mir nicht zu nah. Das Drohen verhindert ernste Kämpfe. Die Fee ist an einem anderen Bauausgang aufgetaucht. Unser Platzherr ist sofort zur Stelle. Diesmal duldet sie ihn länger in ihrer Nähe. Ein Fortschritt, denn in den vergangenen Nächten hat sie sich sehr viel spröder verhalten. Doch ihr Partner ist wieder abgelenkt und mit der Konkurrenz beschäftigt. Die Ranz ist auf dem Höhepunkt. Unser Fuchs folgt der Fee nun auf Schritt und Tritt. Ganz einig scheinen sich die beiden immer noch nicht zu sein. Er möchte schon, doch sie wehrt ab. Der Rüde wird immer aufdringlicher. Es kommt zu einem regelrechten Schiebekampf. Indem sich der Freier stets von vorn nähert und dabei seine Kehle präsentiert, beschwichtigt er die bedrängte Füchsin. Doch alles Schieben und Drücken hat keinen Zweck. Die Fee lässt sich einfach nicht überreden. Da hört unser Fuchs einen Rivalen. Plötzlich ist ein weiteres Männchen da und versucht es mit der Füchsin auf die harte Tour. Die Füchse sind so flink, dass der Kampf nur bei vierfacher Zeitlupe gut zu verfolgen ist. Immer wieder setzt der fremde Rüde mit voller Kraft seinen Körper ein. Die Fee links zeigt ihm die Zähne. Einige Zeit später geht es friedlich zu. Unser Fuchsrüde ruht nun wieder in der Nähe der Fee.
Während sie noch ein paar Happen zu sich nimmt, hat er nur eins im Sinn. Auch sie ist nun soweit und lässt sich mehrfach decken. Meist hängen die Füchse, anders als hier, nach der Paarung wie Hunde minutenlang zusammen. Eifersüchtig lauert der Abgeblitzte immer noch in der Nachbarschaft. Doch er wagt es nicht, einen Angriff unseres Fuchsrüden zu provozieren. Zwei Wochen sind vergangen. Die Hochzeit der Füchse ist nun vorbei. Der Rüde hat ein verendetes Reh gefunden. Vor allem in langen, kalten Wintern, wenn sehr viel Wild verhungert, lebt Meister Reinecke von Aas. Wenn die Schneedecke sehr hoch ist und die Rehe nicht so schnell fliehen können, sind Füchse sogar in der Lage, solch große Beute lebend zu fangen. Wissenschaftler haben in Schweden beobachtet, dass sich bei Tiefschnee manchmal mehrere Füchse zur Jagd auf Rehe zusammentun. Dieses fremde Männchen ist aber nur ein lästiger Konkurrent. Um die riesige Fleischportion vor anderen, wie Kolkraben, zu verstecken, tarnt unser Rüde den Kadaver mit Schnee. So ist dieser aus der Luft nicht mehr zu entdecken. Er nimmt sich viel Zeit, um seine Beute vor neugierigen Blicken zu schützen. Ganze 20 Minuten ist er mit seiner Arbeit beschäftigt. Nun ist auch noch die Fee aufgetaucht. Nur zu gern würde sie etwas von der Mahlzeit ergattern. Doch auch sie bekommt keine Sonderrechte. Halt ja Abstand, droht er ihr. Unser Weibchen hat die Warnung verstanden. Die fette Mahlzeit hat viele Interessenten. Da bleibt dem Fuchs nichts anderes übrig, als seine Beute ständig zu bewachen. Es soll nur jemand wagen. Zwei Tage sind vergangen. Die Füchsin schleicht immer noch um den Kadaver. Sein Geruch ist einfach zu verlockend. Endlich! Ihre Ausdauer hat sich bezahlt gemacht. Mit seinen kräftigen Kiefern und den starken Backenzähnen ist es für den Fuchs ein leichtes, selbst stark gefrorenes Fleisch zu zerteilen. Etwa 500 Gramm Nahrung braucht Meister Reinecke täglich. Große Beute steht übrigens nur selten auf dem Speiseplan. Als Allesfresser nehmen Füchse je nach Jahreszeit das, was gerade häufig ist. Oft sind es Mäuse. Aber auch Regenwürmer können bis zu 60% ihrer Nahrung ausmachen. Der Rüde ist satt. Ein Teil der Beute wird nach Fuchsmanier für schlechtere Zeiten vergraben. Ein Schneebad ist nach der blutigen Mahlzeit genau das Richtige. Die vielen Spuren verraten, unser Rüde war beim Fressen doch nicht ganz allein. In den vergangenen Nächten haben noch andere Füchse ihren Anteil an der Beute geholt. Es ist Anfang März. Mehr als 7 Wochen sind seit der Hochzeit der Füchse vergangen. Nun kommen die Jungen zur Welt. Zum Gebären hat sich die Fee eingerollt. Die Presswehen dauern immer nur rund 3 Minuten, dann hat es wieder ein Welpe geschafft.
Zwischen der Geburt der Geschwister liegt eine Pause von etwa einer halben Stunde. In dieser Zeit reinigt die Füchsin das Neugeborene und beißt die Nabelschnur durch. Wichtigste Aufgabe der Mutter aber ist, das Kleine von der Fruchthaut zu befreien. Vorsichtig entfernt sie die Membrane mit ihren spitzen Zähnen. Diese Szenen haben wir in einem Kunstbau gedreht. Trotzdem sind die Aufnahmen eine kleine Sensation, denn selbst zahme Feen sind während der Geburt scheu und nervös. Beunruhigte Fuchsmütter fressen ihre Jungen manchmal sogar auf. Unsere Füchsin vertraut uns aber vollkommen. So kann sie sich voll und ganz auf die Geburt konzentrieren. Um die Kleinen zu transportieren, nimmt die Mutter sie in ihre Schnauze. Gegen Kälte sind die nur etwa 100 Gramm schweren Fuchswelpen sehr empfindlich, denn sie können ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren. Deshalb verlässt die Fee ihre Jungen in den ersten Tagen höchstens für Minuten. In dieser heiklen Zeit wird sie vom Rüden versorgt. Dass sich auch die Männchen um ihre Familie kümmern, weiß man erst seit wenigen Jahren. Die Fuchswelpen sind noch taub und blind. Nur Kontaktrufe stoßen sie ständig aus. So kann die Mutter sie in der eigentlich dunklen Höhle gut orten. Eine Woche ist vergangen. Die Kleinen haben schon kräftig an Gewicht zugelegt. Wir sind sehr froh, dass alle 8 Welpen überlebt haben. Einen so großen Wurf haben Füchsinnen, wenn reichlich Nahrung vorhanden ist, zum Beispiel Mäuse. So bekommen sie nicht nur Fleisch im Überfluss, sondern auch die Geschlechtshormone der Beute. Und die, so vermuten Forscher, regen die Füchsinnen an, viele Junge zu werfen. Um die Verdauung der Jungen anzuregen, leckt die Mutter ihnen den Bauch. Solange sie ausschließlich Milch trinken, frisst die Füchsin den Kot der Kleinen, denn er enthält noch verwertbare Bestandteile. Zudem bleibt auch noch der Bau sauber. Die Welpen sind immer noch blind. Die Zitzen finden sie wohl, wie man bei Hunden nachgewiesen hat, nach dem Geruch. Sie stoßen mit der Schnauze und treten mit den Pfoten. So regen die Jungen das Gesäuge an, mehr zu produzieren. Acht Zitzen hat die Mutter. Jeder Welpe kann also an einer eigenen Milchquelle nuckeln. Schlafen, trinken, schlafen. Das ist der Lebensrhythmus der Fuchsbabys in ihren ersten 4 Wochen. Inzwischen sind die Jungen 14 Tage alt geworden. Langsam öffnen sich die Augen. Die Kleinen wiegen jetzt etwa 300 Gramm, dreimal so viel wie bei der Geburt. 5 Männchen und 3 Weibchen sind es. Vielleicht kein Zufall. Geburtenkontrolle nach Art der Füchse, vermuten Wissenschaftler. Wenn es viele Füchse gibt, kommen weniger Weibchen zur Welt. Im Vergleich zur Mutter sind die Welpen noch recht unproportioniert. In den nächsten Wochen müssen vor allem die kurzen Beine ihren Wachstumsrückstand aufholen. Die Kleinen sind jetzt so weit, dass die Fee sie für kurze Zeit verlassen kann, um selbst zu fressen.
Unser Weibchen im Kunstbau bleibt immer nur wenige Minuten fort. Der Futternapf steht gleich nebenan. Ist die Mutter weg, kuscheln sich die Kleinen dicht zusammen und legen sich übereinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Hilflos wie sie sind, würden sie die Höhle nie verlassen, während die Mutter auf der Jagd ist. Es ist also ein guter Schutz, dass sie so langsam selbstständig werden. Nun sind die Kleinen 3 Wochen alt. Noch werden sie ausschließlich mit Milch ernährt. Sie sind kerngesund und haben einen mächtigen Appetit. Das anfangs bläulich-schwarze Fell der Jungen wird langsam braun. Die rundliche Schnauze hat sich schon gestreckt. Die kleinen Pelzknäuel werden einem Fuchs immer ähnlicher. Nun dauert es nicht mehr lange, bis sie die Höhle zum ersten Mal verlassen werden. Der Fuchs gilt als scheuer Waldbewohner. Doch obwohl er bei uns so stark bejagt wird, baut er seine Höhle gelegentlich auch ganz in Menschennähe. Gerade einmal 50 Meter von einem Bauernhof entfernt bewohnt eine Fuchsfamilie einen Bau unter einer Baumwurzel. Die Jungfüchse sind etwa 6 Wochen alt. Schon jetzt unterscheiden sie sich im Charakter. Es gibt Ängstliche, die sich nie sehr weit vom Bau entfernen, und Draufgängerische, die bei den Rangeleien den Ton angeben. Im Spiel trainieren die Kleinen ihre Geschicklichkeit. Dabei lernen sie ihre Geschwister mit all ihren Aggressionen und Reaktionen kennen. Langsam bildet sich so eine Rangordnung unter den Jungfüchsen aus. Die mutigsten gehen bereits allein auf kleine Entdeckungsreise. Alles ist neu für die jungen Füchse. Die Vogelstimmen, das Rauschen des Windes, der Geruch des frischen Grases. Es gibt schon seltsame Wesen. Und was die alles können? Wir sind nun in den Wald zurückgekehrt. Unsere Fee, die wir im Winter beobachteten, hat jetzt ebenfalls Mutterpflichten zu erfüllen. Mit Rufen hat sie die Kleinen zum Trinken aus dem Bau gelockt. Wie unsere zahme Füchsin muss sie 8 Junge versorgen. Eine stolze Zahl. Schon in der Ranz im Winter muss es genug Beute gegeben haben. Auch beim Säugen bleibt die Füchsin wachsam. Immer wieder mustert sie die Umgebung. Nicht alle der 8 Zitzen geben gleich viel Milch. Da kommt es schon mal zu Drängeleien. Damit die größer gewordenen Welpen alle Platz haben, bleibt die Fee jetzt während des Stillens stehen. Kaum sind die Kleinen satt, geht die Rangelei wieder los. Solange die Fee da ist, sind die Jungen übermütig. Aber wehe, wenn die Alte einmal länger wegbleibt, dann fühlen sie sich schnell verlassen. Wo bleibt die Mutter nur so lange?
Die Füchsin kommt mit einem Eichelheer zurück. Während sie selbst auch Regenwürmer, Käfer und andere Insekten frisst, bringt sie ihrem Nachwuchs immer möglichst große Beute. Es lohnt nicht, kleine Nahrung über weite Strecken zu transportieren. Der Energieaufwand wäre einfach zu groß. Sehr hungrig scheinen die Kleinen nicht zu sein. Die Mutter muss erst das Interesse an der Beute wecken. Anschleichen und richtig zupacken. Auch das will gelernt sein. Der tote Vogel ist zum Spielzeug und Trainingsobjekt geworden. Vielleicht ist Eichelheerbraten auch nicht ganz nach dem Geschmack der Jungen. So ist bekannt, dass Füchse, obwohl sie Allesfresser sind, auch Spitzmäuse und Maulwürfe verschmähen. Erst als die Mutter sich entschließt, diese Beute selbst zu fressen, fordern auch die Jungen ihren Anteil. Die Füchsin hat es wirklich nicht leicht mit ihren Belgern. Dass solche Aufnahmen in unseren Wäldern auch heute noch möglich sind, grenzt fast an ein Wunder. Als Überträger der Tollwut wurde Meister Reinicke jahrzehntelang vergiftet, vergast oder geschossen. Heute geht man in der Bekämpfung der Seuche vielerorts humanere Wege. Abschusszahlen wie 1984, als neben 5000 erkrankten Füchsen auch 186.000 gesunde Tiere in Deutschland erlegt wurden, darf es nicht mehr geben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Versuche, den Fuchs auszurotten, die Tollwut kaum bremsen konnten. Erst durch die Impfung wurde die Seuche eingedämmt. Der Köder ist eine Mischung aus Fetten und Fischmehl, die eine Kapsel mit dem Impfstoff enthält. So, das Schild bitte. Und eine Reiswürfel. Die nächste. Danke. Die Impfaktion wird von den Veterinärbehörden der Kreise koordiniert. Neben Förstern und Jägern helfen auch viele Freiwillige beim Auslegen der Köder mit. Ein auffälliges Schild kennzeichnet die Köderstelle. Denn für den Menschen sind die Präparate nicht ganz ungefährlich. Die Köder werden meist in der Nähe von Bauten ausgelegt oder dort, wo schon häufig Füchse gesehen wurden. Unsere Fee hat den Köder bereits gerochen. Mit ihrer feinen Nase hat sie ihn schnell aufgespürt. Die Alte frisst die Köder aber nicht alle auf. Einen nach dem anderen trägt sie zu ihren Jungen. So wird die ganze Familie immunisiert. Die Schluckimpfung ist bereits in vielen Ländern Europas ein großer Erfolg geworden. So ist die Schweiz schon wieder nahezu tollwutfrei. Die Köder bestätigen den Erfolg der Aktion. Die Zähnchen der Welpen haben sich tief in die Hülle und durch die verschweißte Kapsel mit der Impfflüssigkeit gebohrt. Blaubeerpflücken. Ein Familienvergnügen, das nicht ganz ungefährlich ist. Denn auf den leckeren Waldfrüchten können die Eier des Fuchsbandwurms haften. Der Mensch ist ein möglicher Zwischenwirt dieses Parasiten, der in der Leber zu einem lebensgefährlichen, tumorartigen Gebilde heranwachsen kann. Im Veterinäruntersuchungsamt Hannover hat man Füchse auf den Fuchsbandwurm untersucht. Auch woanders ist das gemacht worden. Der Befall ist sehr verschieden. Während die Füchse in einigen Gebieten gesund sind, ist der Bestand in anderen bis über 60% durchseucht. Die 2400 Füchse aus Niedersachsen kamen aus den verschiedensten Landkreisen. In einigen war immerhin mehr als die Hälfte der Tiere infiziert. Inzwischen laufen Versuche, Füchsen per Köder eine Wurmkur zu verpassen. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Vom kleinen Fuchsbandwurm, hier unter dem Mikroskop wohlgefüllt mit Eiern, muss man sich das Beerensammeln nicht verderben lassen. Man sollte Waldfrüchte aber gründlich waschen,
Oder besser noch kochen. Für die Füchse selbst ist aber etwas anderes viel gefährlicher als der Bandwurm. Die Autos. Vor allem Alttiere, die Junge zu versorgen haben und deshalb viel auf den Beinen sind, werden häufig Opfer des Verkehrs. Manchmal profitiert Meister Reinecke auch von unseren Straßen. Die Füchsin hat ein überfahrenes Kaninchen gefunden. Diesmal haben die Kleinen einen Mordsappetit. Eines der Jungen beansprucht die Beute ganz für sich allein. Gierig verschlingt es den Kaninchenbraten. In der Rangordnung hat sich der Jungfuchs ganz nach oben durchgeboxt. Niemand soll etwas abbekommen. Keines der Geschwister traut sich an den kleinen Giftzwerg heran. Da heißt es, in Ruhe abzuwarten, bis man selbst an der Reihe ist. Auch die Mutter schaut dem Treiben scheinbar gelassen zu. Für die Fee ist es nicht leicht, 8 hungrige Mäuler zu stopfen. Die Jungfüchse sind jetzt etwa 2 Monate alt und werden langsam von der Muttermilch entwöhnt. Deshalb muss die Füchsin von Tag zu Tag mehr Beute für ihren ständig hungrigen Nachwuchs heranschleppen. Die Geschwister gucken ihm jeden Bissen ins Maul. Zuschauer mag unser Gernegroß nicht. Er zieht es vor, im Bau weiter zu fressen. Es reicht. Die Füchsin ist eine gerechte Mutter. Für sie ist es wichtig, dass alle Kinder etwas abbekommen. Extrawürste gibt es nicht. Der Kleine ist ganz schön dreist. Schon jetzt ist klar, er wird sich im späteren Leben nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wenn der Kleine nicht teilen will, soll er auch nichts bekommen. Der Hunger der anderen Welpen muss wohl noch größer werden, damit sie die Angst vor ihrem rabiaten Geschwister verlieren und sich ihren Anteil an der Beute schnappen. Bis dahin versteckt die Fee das Kaninchen. Die Jungen lassen geschehen, was die Mutter beschlossen hat. Nur unser Raufbold will mal wieder mehr. Die Mutter bleibt standhaft. Trotzdem, Ausdauer führt zum Ziel. Mit seiner feinen Nase hat der Jungfuchs den vergrabenen Kadaver aufgespürt. Seine Durchsetzungskraft wird es dem Kleinen später einmal leicht machen, ein eigenes Revier zu erobern. Wo es viel zu fressen gibt, sind die Füchse zahlreich und die Territorien klein. Bei uns in Deutschland schwankt die Größe zwischen 100 und 500 Hektar. Unsere Fee hat ein gutes Revier besetzt. Der Hase interessiert sie nicht. Mit einem Blick hat sie gesehen, er ist groß, gesund und viel zu schnell. Es ist Sommer. Alles grünt und blüht. Im hohen Gras ist die Füchsin nur schwer zu entdecken. Da Füchse immer das fressen, was sie am leichtesten erreichen können, hält sich die Fee auf dieser Wiese an Insekten. Die ersten Wiesen sind gemäht. Auf den freien Flächen kommen die Füchse jetzt wieder gut an Mäuse heran.
Füchse haben ein ausgezeichnetes Gehör. Gerade die Tonhöhe des Raschelns einer Maus können sie besonders gut wahrnehmen. Die großen Ohrmuscheln sind wie ein Trichter geformt, die den Schall bündeln. So kann die Fähe den Nager exakt orten. In guten Jahren ernähren sich Füchse im Sommer und Herbst fast ausschließlich von Mäusen. Sie fangen immer das, was die Natur im Angebot hat. So trägt Meister Reinecke ganz wesentlich dazu bei, dass die Nager nicht überhand nehmen. Überall sieht man jetzt auf den abgemähten Wiesen Füchse mit Mäusen in der Schnauze. Ob Vater oder Mutter, wer sich so verhält, hat Junge zu versorgen. Bis zu 20 Mäuse frisst ein erwachsener Fuchs am Tag. Doch auch die Kleinen können bereits etliche verdrücken. Die Jungen sind jetzt 4 Monate alt. Immer häufiger kommt es zu Reibereien. Meist ist der Grund das Futter. Vor allem ranggleiche Tiere kriegen sich in die Wolle. Beim Kampf benutzen die Geschwister aber nie die Zähne. Es ist eher ein ritualisiertes Kräftemessen. Noch reinigt die Mutter den Jungen liebevoll den Pelz, kommt aber immer seltener zu ihrem Nachwuchs. Bald, wenn die Rangkämpfe unerträglich werden, ziehen die Jungfüchse davon, einige mehr als 200 Kilometer weit. Das vermeidet Inzucht und dient der Ausbreitung der Art. Vielleicht wird eines unserer Jungen bald ein eigenes Revier besitzen und schon im nächsten Frühjahr Hochzeit halten, in der Nacht des Fuchses. Der Kaukasus.